Ein Social Intranet macht Wissen zu einem universellen Gut im Unternehmen. Vor einem Jahr startet die Salzburger AG mit der Umsetzung des Projekts Impuls. Seit 1. Oktober bewegen sich die Mitarbeiter in ihrem neuen digitalen Zuhause. Wir haben das jetzt in einer kleinen Version gestartet, in einer Basisversion, und entwickeln das jetzt ständig weiter. Und ganz wichtig für uns ist eben auch die Feedback-Kultur, die wir mit eingeführt haben, wo wir auch aktiv sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und wir sind sehr froh darüber und ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass die Mitarbeiter und Kollegen uns da zurückmelden, dass wir das noch besser machen können. Um den Mitarbeitern Lust auf die neue digitale Plattform zu machen und sie ihnen näher zu bringen, hat sich das Projektteam einiges einfallen lassen. Wir haben jeden Mitarbeiter persönlich mit einem Brief zu Hause eingeladen in das neue Intranet. Wir haben überall Poster aufgehängt, aber wir haben auch die Hintergründe der Bildschirme dementsprechend gebrandet. Und was mich persönlich freut, wir haben 3 große Teams-Video-Meetings gemacht mit fast 800 Kollegen in Summe dann, wo ich eine Stunde lang das neue Intranet vorgestellt habe und das ist auch sehr positiv angekommen. Und wir haben auch aus den Rückmeldungen erfahren, dass wir hier noch kleinere Sessions benötigen werden und das werden wir dann auch machen. Bei Impuls wird Wissen im Arbeitsalltag ganz nebenbei erfasst und ist jederzeit und vor allem für alle gleichermaßen zugänglich. Wir wollen erreichen, dass wir unsere Kollegen bestmöglich informieren. Jetzt auch mit unserem neuen, also wir haben mehrere Kanäle dazu jetzt. Wir haben News, wir haben Blogs. Wir werden das auch noch ausbauen. Das schwarze Brett wird wieder kommen. Man kann sich in Zukunft auf Termine, also Veranstaltungen anmelden. Und wir wollen einfach alle Mitarbeiter hier ihr digitales Zuhause geben, sodass wir Informationen und auch Interaktionen fördern und quasi bestmöglich servicieren können. Die Themen umfassen alles vom Speiseplan über die Kollegensuche bis hin zu aktuellen Infos. Wir haben uns jetzt im Impuls dazu entschieden, alles themenbezogen aufzubauen, also weg von den Fachbereichen. Und wir haben das vom Aktuellen über das Unternehmen hin zum Mitarbeiter aufgebaut. Wissen wird bei Impuls an zentraler Stelle gefunden und kann sofort genutzt werden. Auch die eigene App erleichtert den Zugang. So wie gestern Abend habe ich nur kurz gecheckt, ob es irgendwelche Corona-News gibt und habe das natürlich sofort in der App gesehen. Und da ist natürlich der Informationsweg wesentlich besser als wie über eine E-Mail, die dann sowieso irgendwo verschwindet. Durch das neue Intranet können innerbetriebliche Informationsströme schneller fließen. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, sich jederzeit über die unterschiedlichsten Themen zu informieren und kann seine persönlichen Wünsche bezüglich der Weiterentwicklung einbringen.